Unsere Bundesregierung plant den Verkauf der Deutschen Bahn nach Abu Dhabi, also in die Vereinigte Arabische Emirate. Allerdings nicht die ganze Deutsche Bahn, sondern lediglich den einzigen profitablen Teil der Bahn. Und warum? Um damit unsere Flüchtlingspolitik und unsere Ukraine-Hilfen zahlen zu können. Und damit ruiniert unsere Regierung den größten deutschen Staatskonzern. Das ist wirklich unglaublich. Alle Details in diesem Video. Unsere Bundesregierung beweist einmal mehr, dass wir wirklich null wirtschaftlichen Sachverstand haben. Und zwar geht es diesmal um den Verkauf der Deutschen Bahn. Und ich meine, grundsätzlich kann ich der Deutschen Bahn ja absolut nichts abgewinnen und die meisten deutschen Bürger sehen das wohl genauso. Die Deutsche Bahn ist eins der unzuverlässigsten Unternehmen unseres Landes und stellt jedes Jahr einen neuen Negativrekord in Sachen Pünktlichkeit aus. Aber die Deutsche Bahn besteht ja wie viele Unternehmen aus vielen verschiedenen Teilen, wovon einige Teile besser funktionieren und einige Teile schlechter funktionieren. Und ausgerechnet den Teil, der bei der Deutschen Bahn am allerbesten funktioniert, der soll jetzt ins Ausland verkauft werden, in den Mittleren Osten nach Abu Dhabi. Auf der Webseite Bahnblockstelle kannst du Folgendes lesen. Widerstand gegen möglichen Schenker-Verkauf nach Abu Dhabi. Der geplante Verkauf der Bahntochter DB Schenker trifft laut einem Medienbericht in Teilen der Bundesregierung auf Widerstand. Dabei wird sich auf Koalitionskreise berufen. Grund ist demnach, dass ein Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gute Chancen eingeräumt werden, bei der Ausschreibung zum Zuge zu kommen, wie das Handelsblatt berichtet. Dies würde bedeuten, dass ein Unternehmen, das unter anderem Bundeswehr- und NATO-Einrichtungen versorgt, in die Hände eines autoritär regierenden Landes fiel. Nach Informationen der Zeitung handelt es sich bei dem arabischen Investor um einen Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi. Okay, also die Bahntochter DB Schenker soll jetzt verkauft werden und der Staatsfonds in Abu Dhabi hat gute Karten für den Deal. Und mal völlig unabhängig davon, ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist, ob wir eins unserer größten Logistikunternehmen in den Mittleren Osten verkaufen, stellt sich mir eine viel, viel größere Frage. Warum wird DB Schenker überhaupt verkauft? Naja, das liegt ganz offenbar daran, weil unsere Ampelregierung massive Geldprobleme hat und jetzt sogar unser Tafelsilber verkaufen muss, um ihre ganze Schwachsinnspolitik zu finanzieren. Weil auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums steht Folgendes. Seit der Gründung im Jahr 1994 ist die Deutsche Bahn eine Aktiengesellschaft und hat entsprechend eine duale Führungs- und Kontrollstruktur. Sie befindet sich, und jetzt pass auf, zu 100% im Eigentum des Bundes. Die Beteiligungsführung wird durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr wahrgenommen. Okay, also die Deutsche Bahn ist 100% Staatseigentum und damit natürlich auch alle Töchterfirmen der Deutschen Bahn, also auch DB Schenker. Und wenn jetzt DB Schenker verkauft wird, dann fließt der Verkaufserlös direkt in die Kassen des Bundes. Und der Wert von DB Schenker wird derzeit nach Finanzkreisen zwischen 12 bis 20 Milliarden Euro geschätzt, vor allen Dingen, weil DB Schenker einer der rentabelsten Bereiche überhaupt der Deutschen Bahn ist. NTV schrieb dazu, Verkauf für bis zu 20 Milliarden Euro. Bahntochter Schenker soll verkauft werden. Dabei sei sowohl ein Direktverkauf als auch ein Börsengang eine Option. Man wolle sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen, ein Verkauf sei erst 2024 denkbar. Weder das federführende Bundesverkehrsministerium noch die Bahn wollten die Informationen kommentieren. Schenker mit seinen weltweit 75.000 Mitarbeitern steht für mehr als ein Drittel des Umsatzes der Deutschen Bahn. Im ersten Halbjahr 2022 machte die Sparte einen Betriebsgewinn von fast 1,2 Milliarden Euro und hiefte damit den Gesamtkonzern wieder in die Gewinnzone. Und auch auf der Seite Bund und Bahn kann man Folgendes lesen. Bilanz 2022
DB reduziert Verlust. Das operative Ergebnis verbessert sich im Vergleich von 2021 um 2,8 Milliarden und so weiter und so fort. Eine neue Höchstmarke. Maßgeblicher Treiber der positiven Entwicklung des Konzerns war die Logistiktochter DB Schenker mit einem operativen Gewinn von 1,8 Milliarden Euro. Und das ist echt krass, ja? Die Bahn hatte 2022 einen Gesamtgewinn von 1,3 Milliarden Euro gemacht, wovon 1,8 Milliarden Euro Gewinn von der Logistiktochter DB Schenker kam. Also ohne DB Schenker hätte die Deutsche Bahn 22 wieder einen riesengroßen Verlust gemacht. Allein DB Schenker ist es zu verdanken, dass die Deutsche Bahn aus den roten Zahlen rauskam. Selbst die FAZ hatte so geschrieben, Schenker rettet abermals die Bahn. Man könnte also sagen, dass die Deutsche Bahn nur noch wegen DB Schenker überlebt. Und jetzt kommt die Bundesregierung auf die grandiose Idee, genau diesen überlebenswichtigen Teil der Deutschen Bahn zu verkaufen. Unglaublich. Also unsere Regierung reißt der Bahn jetzt das Herz raus und verkauft das Einzige, was dort noch Gewinne abwirft. Und nach diesem Verkauf ist die Bahn ein tief verlustreiches Staatsunternehmen und ein einziger Trümmerhaufen. Und genau das zeigt erneut, dass unsere Politiker wirklich null Ahnung von Wirtschaft haben. Sie ruinieren unseren größten Staatskonzern für das Abschöpfen von kurzfristigen Gewinnen. Und wofür? Naja, offiziell sagen sie, sie wollen wieder in das Unternehmen reinvestieren. Aber wir alle wissen doch ganz genau, wohin dieses Geld fließen will. Unsere Regierung hat nämlich ein kolossales Haushaltsloch und der Haushalt für 23 und 24 ist jetzt ja mehrfach krachen gegangen und wurde sogar vom Verfassungsgericht gekippt. Unserer Regierung fehlt massenhaft Geld und deswegen wird jetzt sogar das Tafelsilber verkauft. Und das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, wie krass das ist. Unsere Regierung zerstört jetzt mit dem DB Schenker-Verkauf das größte deutsche Staatsunternehmen. Und wofür? Tja, um damit den Ukraine-Krieg zu finanzieren, um damit Millionen von Flüchtlingen zu finanzieren, um damit die Klimarettung zu finanzieren, um damit die Entwicklungshilfe im Ausland zu finanzieren und so weiter und so fort. Und deswegen, das Ganze, was jetzt hier passiert, ist wirklich ein Paradebeispiel für völlig substanzlose, unverantwortliche und völlig verblödete Firmenpolitik. Aber was will man auch anderes von einem Kinderbuchautor erwarten, der nicht mal weiß, was eine Insolvenz ist? Aber eventuell wird er das ja demnächst bei der Bahn selber merken. Wenn er jetzt nämlich den einzigen Teil der Bahn verkauft, der noch Gewinne abwirft, dann ist die Bahn demnächst selber insolvent. Und eventuell merken dann Habeck und Wissing endlich mal, wie viel Mist sie verzapfen und dass sie mit ihrer Politik unser ganzes Land ruinieren. Aber hey, vielleicht irre ich mich ja auch. Eventuell übersehe ich ja auch etwas unglaublich Wichtiges und dieser Verkauf wird wirklich die Erfolgsgeschichte des Jahrhunderts. Was sagt ihr denn zu diesem Verkauf von DB Schenker? Wird die Deutsche Bahn danach insolvent gehen? Und was haltet ihr von dem Verkauf ausgerechnet an Abu Dhabi? Ja? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.